One, two, three, four. Das ist der Luna. Jetzt zeige ich euch den langsam. Der heißt deswegen Luna, weil der zwei verschiedene Weisen hat zu spielen. Einmal den Vollmond und einmal den Neumond. Und die Grundstruktur des Rhythmus ist, dass du mit deiner Haupthand, die ist bei dem Vollmondteil im Bass. Und jetzt zeige ich mal, wie der Rhythmus erstmal geht ohne Details. Erstmal nur das Ding. Das ist das Grundding von dem Rhythmus. Ich mach's nochmal langsamer. So, und jetzt die Details. Der Bass mit der Haupthand, das ist meine rechte Hand. Der Bass ist immer ein offener Bass. Das heißt, die Trommel klingt. Jetzt die Nebenhand. Haben wir immer zwei Schläge. Das heißt, der erste von den beiden ist eine geschlossene Höhe. Der Ton klingt nicht nach und die zweite ist eine offene Höhe. Ja, den könnt ihr weiter oben spielen, könnt auch auf derselben Stelle spielen. Ich spiele den gerne ein bisschen weiter oben. Das ist für meine körperliche Orientierung ganz gut. Aber find es raus, wie für dich das passt. Also, ich mache das mal langsam vor. Nur den Vollmondteil von Luna. Das ist der Vollmond, jetzt der Neumond. Das gleiche Schlagmuster, nur dass du deine Haupthand jetzt vom Bass auf die Höhe ziehst. Und die wird auch offen gespielt, das klingt dann so. Also die Höhe und die Nebenhand, auch wieder eine geschlossene Höhe und aber ein Bass. Aber das Muster bleibt das gleiche, dieses Ding, Gattigan, Ding, Gattigan, Ding. Also die Höhe. Ich mach's langsam. So, jetzt kommt noch das letzte Detail. Und zwar haben wir eine kleine Melodie da drin. Ich spiele sie mal nur im Vollmondteil als Wiederholung. Erstmal für dich, dass du es hörst. So, also du hast es gemerkt, nach dem dritten Mal, also beim vierten Mal sozusagen, kommt dann, spielt dann die Nebenhand einzeln, ohne die Haupthand. Ich mach's nochmal langsamer. So, und das gleiche ist auch beim Neumond. Das ist der ganze Rhythmus. Jetzt spiele ich den für euch nochmal langsam und werde dann einfach schneller und damit endet dann das Video. Also langsamer. Das ist ein sehr schwungvoller Rhythmus, ja. Findet im 6/8-Takt statt. One, two, three, four. Und das Ganze ist mal wieder flotter. Din, 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 din. One, two, three, four.
wünsche euch so viel Spaß beim Trommeln. Euer Ingo Gutmann.